Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger auf den Rängen. Das hier vorgelegte und zur Diskussion stehende Familienentlastungsgesetz, Frau Lamprecht, verdient weder den Namen, noch stellt es eine Entlastung im wesentlichen Wortsinne dar. Korrigiert es doch nur das, was das Verfassungsgericht Ihnen aufgrund Ihrer unermesslichen Steuergier ins Stammbuch geschrieben hat, nämlich die Freistellung des steuerfreien Existenzminimums und der damit verbundenen Anhebung des Kindergeldes. Ich darf zitieren, und zwar sinngemäß, was der DEW dazu sagt, und einen kleinen Ausflug auch zum Kindergeld wagen. Aufgrund seiner relativ schwachen Effekte sollte von einer Erhöhung dieser Leistung des Kindergeldes abgesehen werden. Und meine Damen und Herren, obwohl Sie vom Bundesfinanzministerium und vom Familienministerium eine 400 Seiten starke Evaluation in Auftrag gegeben haben, in der die namhaftesten Institute sagen, dass die meisten Maßnahmen sowohl der Ehepolitik wie auch der Familienpolitik teuer und ineffizient sind, halten Sie an ihnen fest. Das ist ein Skandal und zeigt Ihre Reformunwilligkeit, meine Damen und Herren. Was Sie hier betreiben, ist keine Politik. Bei Ihnen verkommt Politik zu einem reinen Verwaltungsakt. Sie sind nicht nur reformunwillig, nein, Sie sind reformunfähig, meine Damen und Herren von der Regierung. Denn für eine nachhaltige Reform zur Förderung der Ehe und der Familie müssten Sie ein klares Ziel definieren. Ein klares Ziel, das Maßnahmen verfolgt, die Sie umsetzen wollen. Zum Beispiel die Fertilität, die hier erwähnt wird, also die Erfüllung von Kinderwünschen. Sie müssten, meine Damen und Herren von der Regierung, also inhaltlich arbeiten. Derzeit ein Unding für die SPD und für die CDU. Aber des Weiteren müssten Sie strukturell arbeiten, wenn Sie ein Ziel hätten. Eine derzeit komplette Überforderung der SPD. Damit Ihre Maßnahmen also auch tatsächlich Ihr definiertes Ziel verfolgen und erreichen. Zurzeit verfolgen Sie aber nur eine Politik des Gießkannenprinzips, der Augenwischerei und besonders vor Landtagswahlen der Klientelpolitik. Da werde ich heute Abend drauf eingehen. Wir schlagen aber heute dazu konkrete und klare Maßnahmen vor. Ein Mechanismus, der tatsächlich die kalte Progression beendet und Ihre Steuergier reduziert. Wir schlagen etwas Unbürokratisches, Faires und Transparentes vor, wie es vielleicht Herr Merz vorgetragen hätte. Frau Merkel ist nicht da, sie hätte jetzt Pickel, aber vielleicht einige Kollegen der CDU werden jetzt in Melancholie schwelgen. Wir werden uns den Antrag und das Modell des Bundes der Steuerzahlers zu eigen machen, das vorschlägt, den Referenzwert in § 32a in dem Veranlagungszeitraum T mit einem Referenzwert zu dynamisieren und zu indexieren. Diese Normierung, meine Damen und Herren, erfolgt mit dem Ziel, die durchschnittliche Steuerbelastung für entsprechend der Inflation gestiegene Einkommen konstant zu halten. Eben die kalte Progression, was Sie hier immer reden, tatsächlich dynamisch, flexibel und verlässlich für die Menschen da draußen abzuschaffen. Ausgangspunkt für diese Prognose ist der Verbraucherpreisindex für das laufende Jahr, die Bundesregierung im Rahmen der Herbstprojektion erstellt. Etwaige Prognosefehler sind im Folgejahr zu berücksichtigen. Dieses Indexierungsverfahren stellt sicher, dass die Entlastung der Steuerzahler und damit auch der Familien, meine Damen und Herren, mithilfe der aktuellen Verbraucherpreisdaten zeitnah und fair erfolgt. Die Formel werden wir im Antrag vorstellen. Die ist vielleicht auch einigen von Ihnen bekannt. Im Übrigen, meine Damen und Herren, tun wir das doch bei den Abgeordneten-Diäten so ähnlich. Wieso also auch nicht bei den Familien und Steuerzahlern? Gönnen wir das denen nicht? Haben wir besondere Rechte? Meine Damen und Herren, fangen Sie mit der AfD an. Das ist ein konkreter Vorschlag, den wir einbringen, die Reformruine Deutschland ein Stück weit wieder aufzubauen. Kehren Sie von der Verwaltung wirklich zu aktiver Politik zurück. Wir machen hier einen konkreten Vorschlag, den wir nächste Woche einbringen werden. Folgen Sie uns da, dass Sie wirklich die kalte Progression bekämpfen wollen und nicht nur einen Flickenteppich, Stückwerk und ohne Ziel und ohne Kompass Politik hier abliefern. Ich bedanke mich. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.